russische Katakombe. Feindschaft kommt im Töten. Als kurz vor der burruschen Revolution, erzählte Olo, die arm gewordenen molustischen Bürgerjungen und die elendesten der Parier, die seit Jahren keine Arbeit mehr gehabt hatten, loszogen, weil sie Burrus ausdrückliche Erlaubnis hatten, seine Feinde aufzustöbern, zu schlagen und umzubringen. Da fühlten sie zwar Hass ganz im Allgemeinen, aber warum gerade dieser oder jener ihr Feind sein sollte, das hätte keiner von ihnen erklären können. Sobald sie aber anfingen zu schlagen, begann ihr Hass schon deutlich zu werden. Kein Mensch kann schlagen, ohne zu schreien. Während sie also zuschlugen, belegten sie ihre Opfer mit den fürchterlichsten Namen und nannten sie Mörder, Diebe, Wucherer und was ihnen gerade einfiel. Kaum waren die Namen über ihre Lippen gekommen, als sie sie bereits selber glaubten. Und schlugen nun weiter, weil es Mörder waren und Diebe und Wucherer, auf die sie einschlugen. Vollends deutlich aber wurde ihr Hass, wenn die Opfer sich wehrten und zurückschlugen. Denn wo zwei sich schlagen, da ist die Feindschaft schon über allen Zweifel erhaben. Nachdem Burru seinen Leuten 10 blutige Tage erlaubt hatte, konnte er sich eine Revolution sparen. Denn seine Feinde waren nun die ihren geworden. Am Kampf, heißt es in einem der Geheimedikte Burrus, erkennt man die Feindschaft. Und die Feindschaft kommt im Töten. Das Lernen. Als was soll ich es lernen? Fragte Jegusa. Als die tiefste Lebensweisheit der Niedertracht, antwortete Olo.